TV-Beruf an. Guck mal. On TV. Ich hab Feierabend, ja. Na, dann hört ihr mal gut an. Ich steh in Ferchen und du? Ich steh hier in Peine auf dem Autohof. Achtung. Peine auf dem Autohof? Peine auf dem Autohof, ja, ja. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Hübschen, und herzlich willkommen zu einer neuen Serial-Schnack-Folge, ihr Lieben. Ich muss mich ja gerade ein bisschen zusammenreißen, hier so ein bisschen mental zusammenreißen. Mir raucht momentan der Helm. Im positiven wie auch im negativen Sinne, ihr Lieben. Deswegen, ich habe auch kein Thema, nichts. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie ich ja jetzt Themen thematisieren soll mit euch zusammen. Denn, wie gesagt, das, was von TikTok jetzt die letzten Male kam, da, das wurde gleich weltweit gesperrt. Und ich, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe mir vielleicht gedacht, dass man das irgendwie mit Zeitungsartikeln macht, irgendwie. Dass ich das lese. Und dann vielleicht eventuell den Link dann unten in die Videobeschreibung packe, damit ihr das auch lesen könnt, für die, die das nicht gelesen haben sollten oder gehört haben sollten davon, dass man dann darüber diskutieren kann. Das habe ich mir eventuell gedacht, dass man das so machen könnte. Aber momentan leider nichts Wirkliches. Wie gesagt, ich habe den Kopf momentan so ein bisschen voll. Es wird sich vieles verändern in der nächsten Zeit, was mein Umfeld angeht. Das werdet ihr dann natürlich mitbekommen. Und die Begebenheiten, die werden auch andere sein. Also die Weekend-Stories, die werden nicht mehr so sein, wie ihr sie jetzt gewohnt war vom Umfeld her. Sagen wir mal so, ihr Hübschen. So. Eigenwerbung lassen wir auch stecken. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das alles fertig machen soll. Der Manu, der wartet. Der Ronny, die Cindy warten. Der kleine Leon wartet. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles jetzt machen soll. Durch diese Umstände, die jetzt aufgekommen sind, sage ich jetzt mal, bin ich dieses Wochenende definitiv nicht zu Hause und kann somit wieder nichts von dem machen, was ich eigentlich vorhatte zu machen. Ihr Hübschen. Ich werde dazu in irgendeinem Video, irgendwann später werde ich nochmal ins Detail gehen und werde das mal alles ganz genau erklären und versuchen rüberzubringen. Und aber jetzt aktuell noch nicht wirklich, ihr Lieben. So, deswegen geht es heute nur um eure Kommentare, ihr Hübschen. So, das neue Format läuft auch ab nächster Woche. Ich habe es aufgenommen, es ist gerendert und schon hochgeladen. Das kommt ab nächster Woche. Und ich bin gespannt, wie das bei euch wie das bei euch ankommt. Denn viele von euch haben sich gar nicht dazu geäußert. Der ein oder andere hat sich zu dem Punkt geäußert. Ich habe mich dazu geäußert. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie es dann nächste Woche bei euch ankommt. Und dann sehen wir mal, ob es weitere davon gibt oder nicht. Wie ihr seht, ich stehe voll wieder Pole Position direkt an der Autobahn. Ist alles voll hier. Ringsrum um Köln ist alles voll. Ich stehe jetzt auf der A4 Richtung Köln, habe jetzt noch 13 Minuten bis nach Hürth. Ich war heute schon da gewesen, aber die wollten mich heute nicht mehr abladen. Deswegen wird das heute alles nichts. Genau. Und da ich schon alles fertig habe, die Weekend Story ist fertig, das neue Format ist fertig. Die On-Tour-Folge, die habt ihr ja gesehen, wir haben jetzt heute Mittwoch, die habt ihr ja am Dienstag gesehen.
die halbe On-Tour-Folge. Die nächste On-Tour-Folge ist auch schon fertig. Ist alles schon fertig, nur das Jule-Schnack-Video fehlt jetzt. Und deswegen hatte ich gedacht, da ich jetzt gerade eh nichts zu tun habe und ich den Kopf, wie gesagt, voll habe mit anderen Sachen gerade, bevor ich jetzt hier versinke in irgendwelchen Gedanken, mache ich das Jule-Schnack-Video mit euch. Und es geht heute halt wieder mal um eure Kommentare, ihr Hübschen. Haben ja viele, viele kommentiert. Ich weiß gar nicht, ich muss gerade mal gucken. Zehn Tage. Letzten 10 Tage kein Kommentar gelesen. Haut das hin? Das muss ich gerade selber mal gucken. Ganz Schnack. Vor 10 Tagen. Tatsache, vor 10 Tagen das letzte Kommentar gelesen, ihr Lieben. So, und dann fangen wir damit jetzt auch mal an. Ach nein, bevor wir damit jetzt anfangen, entschuldigt bitte. Herzlich willkommen nochmal einfach an alle neuen Abonnenten. Es sind einige jetzt wieder dazugekommen. Das freut mich sehr. Alles weiter liken und teilen und abonnieren. Und habe ich was vergessen? Like, teilen, abonnieren. Achso, kommentieren nicht vergessen. Ganz wichtig, kommentieren nicht vergessen. Und deshalb von mir hier nochmal herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten, ihr Lieben. So, und jetzt starten wir mit euren Kommentaren. Du willst doch damit deinem, ach, ich wollte gerade sagen, der will mit seinem Laster da durchfahren. Ich stehe übrigens auf dem Rastplatz Färchen, falls das irgendjemanden interessieren sollte. So, dann fangen wir nochmal mit Zampi seinem an. Moinsen Rollo, egal wie lange du das Video schneidest, immer gut. Jo, war sehr warm in der Woche. Liebe Grüße zu Hause, Gruß vom Münsterland-Krüppel. Jo, Zampi, schöne Grüße an dich auf jeden Fall auch. Und ja, das war wirklich sehr warm. Also ich habe auch nichts mitgehabt, womit ich mich da abwischen kann. Deswegen hatte ich mein T-Shirt genommen da. Die Woche habe ich wieder ein Handtuch dabei, aber ich... Außer heute 30 Grad, aber Wind, deswegen hatte ich vorne die Fenster auf und da ging das eigentlich. Fred Bayer. Moin Rollo, auch da ein klasse Video. Danke für deine Mühe, uns zu unterhalten. Und es macht Spaß zu sehen, dass du auch gut drauf bist. Und natürlich toll, dass Heinrich besser geht. Hab eine schöne Restwoche, mein Lieber. Gruß aus Italien. Ja, schöne Grüße aus... NRW, an dich nach Italien, mein Lieber. Und ja, dem Dicken, den geht's gut. Den geht's wieder sehr, sehr gut. Das freut mich natürlich auch. Und ja, meine Laune ist trotz allem besser. Auch wenn ich den Kopf voll habe, ist meine Laune definitiv um einiges besser geworden. Und ja, es freut mich natürlich, wenn es euch gefällt. Dafür mache ich das ja. Wenn euch das gefällt, bin ich happy. Und dann macht sich die ganze Mühe, die man hier macht, die lohnt sich dann auch. Jens Helwig, endlich wieder Rollo-Zeit. Alles gut, Rollo. 20 Minuten ist besser wie gar nichts. Viele Grüße. Ja, auch viele Grüße an dich. Ja, wie gesagt, das mit der Speicherkarte, das kam so unverhofft. Ich war das Video schon am Schneiden. Dann ist mir mein Akku leer gegangen von dem Tablet und dann habe ich das wieder ans Ladekabel gehangen und wollte dann halt einfach weiterschneiden. So war zumindest mein Gedanke. Und dann keine Speicherkarte erkannt. So, kann ja gar nicht sein. Rein raus, bestimmt 20 Mal rein raus gemacht, die Speicherkarte. Nix. Dann habe ich geguckt über den Dateimanager. Keine Dateien. Alles weg. Ich denke, das kann doch nicht sein, ey. Wenn das Tablet abgeschmiert ist, dass dann alle Dateien weg sind. Also das hat mich so genervt, da war ich so bedient und somit konnte die halt nur den Teil von nach dem Wochenende sehen. Und das hat mich also ein bisschen geärgert. Ne? Aber gut, ich habe halt versucht oder ich habe es eigentlich auch wenigstens bis auf 20 Minuten gekriegt. Und das war dann halt schon sehr gut, denke ich. Günter Willers, so wie der eine heißt, so sieht der andere aus. Liebe Grüße. Ja, die Folge El Pepe, genau. Da hatte ich mich ja mit Pepe auf dem Autohof in Nordheim-Nord getroffen. War ein schöner Abend gewesen, muss ich sagen. Ehrlich, hat mir gefallen. Martin Mucke,
Moin Rollo, es wird bald Herbst und angenehmer. Dir noch eine schöne Woche und gute Fahrt. Viele Grüße, Mucke. Ja, viele Grüße auch an dich. Und ja, das wird bald Herbst ist in einigen Teilen schon zu sehen, dass die Bäume sich verfärben und so weiter. Aber wir lassen uns mal überraschen auf die Temperaturen diesen Herbstes, weil der Sommer war ja nicht ganz, ganz so toll. Tina K. Bei uns mähe ich immer den Rasen und mache die ganze Gartenpflege, sonst macht das keiner. Schönes Video. Ja, danke schön. Und ja, ich hätte auch lieber einen anderen, der das für mich macht, aber ich muss es ja alleine machen. Leider. Pepe ruft an. Guck mal. On TV. Hey, Feierabend oder was? Ich hab Feierabend, ja. Na, dann hört ihr mal gut an. Ich stehe in Ferchen und du? Ich stehe in Peine auf dem Autohof. Achtung. Peine auf dem Autohof? Peine auf dem Autohof, ja, ja. Na, wunderbar. Hannover wäre nicht mehr geboren. Ich wäre 10 auf 5 wäre ich da gewesen und 5 machen die an dich. Ja, die haben mich heute auch nicht mehr abgeladen bei Talke. Machen sie auch nicht mehr? Nee, weil den Termin, den die mir da aufgeschrieben haben, von 12 bis 17 Uhr, so eine Termine vergeben die eigentlich normalerweise gar nicht. Da hat irgendeiner Bullshit gebaut. Ach so? Ja, und da habe ich dann halt, ja, haben sie gesagt, so morgen früh um 7. Wenn ich morgen um 7 da bin, bin ich gleich der Erste, der abgeladen wird. Oh, siehste, dann geht das ja. Ja, ne? Nee. Du, pass mal auf. Ja, ich passe auf. Meine Frau hat noch ein bisschen hin und her telefoniert. Ja. Wir haben jetzt ein Telefonnummer in Meslin. Da vermietet... So, da hat der Pepe mich unterbrochen. Ja, weiter im Text mit euren Kommentaren. Dirk, L. Heinrich hat wohl noch Urlaub. Jo, der hat keinen Urlaub, aber ich hatte von Anfang an gesagt, dass ich ihn nicht auf Dauer mitnehmen werde. Deswegen ist er jetzt wieder zu Hause, ihr Lieben. Aber ihm geht's auf jeden Fall wieder schicki. Erik Rose, geiles Video. Gruß Erik. Jo, Gruß zurück, Erik. Dankeschön. Thorsten Jürgensen, auch ein neuer Abonnent, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich dich noch nie gelesen, außer jetzt die letzte Woche. Moines zusammen. Moines zusammen an dich, Thorsten. Am Walnussbaum. Ein längeres Kommentar. Was geht? Im Auto darf man in diesen Kasperle-Staaten nicht mehr rauchen. Dann sollten die Spediteure mal endlich Arsch in der Hose haben und die Länder nicht mehr beliefern. Dann sollen die sich ihren Mist selbst abholen. Was geht der Regierung an, was der Fahrer im Auto macht? Was kommt als nächstes? Die Farbe der Unterhose wird vorgeschrieben. Und wie lange wollen sich die Fahrer diese Unverschämtheiten noch gefallen lassen? Das ist ein gutes, sehr, sehr gutes Kommentar, mein Lieber. Warum man das in den Staaten nicht darf, kann ich dir nicht sagen. Es ist mir nicht bekannt, dass es in Holland genauso ist. Also Mario und Twan, seht ihr ja donnerstags in meinem Livestream mitschreiben, haben gesagt, das gibt es in Holland nicht. Von anderen hört man halt, ah, das gibt es in Holland. Ich weiß es nicht. Ich rauche in Belgien, ich rauche in Holland, ich rauche überall, wo ich bin, rauche ich offiziell mit der linken Hand und die Kippe am Fenster. Es hat noch kein Polizist, weder in Belgien noch in Holland, irgendwas gesagt. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Mir kam auch heute ein Belgier entgegen, der auch geraucht hat im Auto. Andersrum wäre das jetzt wieder zu sehen, wenn das arbeitsrechtliche oder arbeitsschutzrechtliche Sachen wären, weshalb man das nicht darf. Du darfst ja in Deutschland normalerweise, darfst du in Deutschland auf dem Beifahrersitz theoretischerweise auch nicht rauchen, weil normalerweise ist das Pause. Und Pause darfst du in Deutschland laut BG nicht auf dem Fahrersitz machen. Tue ich trotzdem, sitze da ja auch gerade. Nee, nur hier in Deutschland interessiert es halt einfach irgendwie auch keinen. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, weiß ich auch nicht zu 100%. Ist auch nur Hörensagen. So, warum die das nicht selber abholen, das kann ich ja auch nicht sagen, warum sie es nicht selber abholen. Also ich hatte bei meinem Chef mal gefragt, ich wollte ja gerne mal den Balkan runterfahren, bis in die Türkei rein oder sowas. Ich hatte auch
Mein Chef sagt, er hat keine Touren. Dann hatte ich an Wismar nachgefragt. Ich sage, wie sieht aus hier, Balkan runter bis in die Türkei, Georgien und so. Dann hat er gesagt, die Touren sind da. Das Problem ist, die kriegen wir nicht, weil die Türken und so weiter, die kommen selber hierher und holen es selber ab. Warum das in Belgien oder weiß ich wo nicht funktioniert, keine Ahnung. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Wie lange wollen die Fahrer sich das, diese Unverschämtheiten noch gefallen lassen? Das kann ich dir sagen. Wahrscheinlich immer. Einer alleine bringt nichts, wenn er dagegen vorgeht. Und die Mehrheit macht nichts, weil sie Angst haben vor Strafen. Und die ultra krasse Gesamtheit der Lkw-Fahrer hier in Deutschland, davon sind doch auch bloß noch 40% Deutsch. Was willst du da noch machen? Das einzige Vernünftige, was man machen könnte, auswandern, so wie du, für einen ausländischen Spediteur fahren und du hast deine Ruhe. Und hast auch vor allen Dingen mit den deutschen Gesetzen und mit dem deutschen Staat und dem ganzen Dreck hast alles nichts mehr zu tun. Solange werden wir Fahrer uns das gefallen lassen müssen. Ist leider so. Steppenwolf. Hallo Rollo, ja genau, aber ich würde vorher noch einen Wassereimer drüber kippen über den, über jeden, oder das macht die Feuerwehr und dann gehen wir nach Hause und dann hat sich das ganz schnell erledigt, laut gelacht. Das war im Livestream, keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, dass du recht gehabt hast. André Monger, Mist, verpasst. Ja, macht nichts, ich bin ja morgen wieder live. Also morgen ist Donnerstag, ihr seht das ja jetzt hier auf dem Sonntag. Klaus Holtker, Mahlzeit Rollo, du hast bestimmt auch Erfahrung in deinem Job. Jedoch frage ich immer in der Dispo, bevor ich in die nächste Tätigkeit beginne, wie es weitergeht. Unnütze Standzeiten zu vermeiden. Lieb Gruß, Klaus Klausen. Ja, Klaus, ich mache das genauso. Also ohne Scheiß, ich stehe meistens an der letzten Entladestelle, also beim letzten Kunden, stehe ich dann, ich habe die Plane auf, dann ist mein nächster Schritt, während die abladen, meiner Disponentin zu schreiben, ob sie schon eine Rückladung hat. Dann kommt in der Regel, also zu 80% kommt nein, noch nicht. So, in der letzten Folge, in der 6621 Folge, hatte sie aber einen Auftrag gehabt und hat ihn mir aber nicht geschickt. Letzte Folge genauso, in der 62.2 hat sie mir gesagt, sie hat einen Auftrag, da und da, sie hat mir auch schon alles erklärt, aber ich wusste weder wohin, noch wusste ich was, noch sonst irgendwas. Und das hat dann anderthalb Stunden gedauert, das Entladen, und ich wollte dann losfahren aus, nicht Konstanz, sondern aus Koblenz. Und ich hatte den Auftrag immer noch nicht, und das hat mich aufgeregt, weil ich dann wieder diese Viertelstunde länger gestanden habe, anstatt gleich weiterzuziehen. So, weil summa summarum ist das am Endeffekt am Ende des Tages meiner Arbeit. So, meine Disponentin ist jetzt die Woche im Urlaub gewesen. Mein Chef, ich habe heute den Auftrag, also ich habe gestern den Auftrag gekriegt, für die Chemie, die ich geladen habe in den Fässern. Und habe dann im Anschluss, hat er gleich gesagt, fährst du nach Bitburg, lädst Bier und fährst nach Kadisee abladen, nach Kabelsdorf. Pep, warum nicht immer so? Wenn mein Chef mich disponiert, das ist, du hast einen Auftrag, lass mich in Ruhe, mach deine Arbeit, melde dich, wenn was ist. Und fertig. Meine Disponentin, die telefoniert dir 10-mal am Tag hinterher und fragt dich jeden Tag 10-mal, na, wie läuft's? Die letzten Male habe ich ihr schon gesagt gehabt, ja, keine Ahnung, wie es läuft, ich fahre. Oder ich habe keine Ahnung, wie es läuft, ich stehe an der Rampe. Das ist so anstrengend, Leute, glaubt ihr das? Also für mich ist das ultra brutal anstrengend. Das ist Urlaub gerade für mich hier. Ohne Scheiß, das ist richtig Urlaub gerade für mich. Das kann ich euch sagen. So, weiter geidert, Jan L. Tolles Video, das nennt man die Kraftfahrerbräune, habe ich auch. Ja, ne, Kraftfahrerbräune ist schon geil, ne? Hammerhart. Roland Horban, grüß dich, Rollo. Ich hätte so viele Themen, über die wir schnacken könnten, wie du so über schön sagst, aber ich glaube, dann würden die Videos wieder gesperrt werden, weil wenn wir doch mal ehrlich sind,
mit den Kraftfahrern würde es doch gar nicht, wir sind doch noch die letzten Idioten der Nation. Ob die Parkplätze oder Strafen und was alles bei uns auftaucht, wir werden doch immer nur ausgelacht und unsere Arbeit wird nicht wertgeschätzt. Naja, trotzdem, ich freue mich immer wieder auf das neue Live am Donnerstag und deine Videos in der Woche. Also mach weiter so, liebe Grüße vom Fortfahrer Roland. Ja, liebe Grüße auch an dich, Roland. Ja, wir sind die Deppen der Nation, das ist richtig. Jetzt ist Corona ja natürlich auch wieder vorbei. Wer das Video von mir, von der LKW-Demo noch nicht gesehen hat, der kann da mal reingucken. Da ist der Veranstalter von der Demo, hat gesagt in die Kamera, es gibt noch günstigere Deppen der Nation. Und die siehst du bei uns verhäuft, vermehrt, überfüllt auf jedem Parkplatz, auf jeder Autobahn und in jedem Land in Europa. Das ist leider so. Ich habe doch hier gerade eben noch meinen lieben Matze gelesen hier. Ich finde es ein tolles Video. Viel von unserer Arbeit, super Qualität mit viel Herz. Mach weiter so, du rockst sie alle. Da ist unser Leben spitzenmäßig. Oh, jetzt habe ich Daumen runter gegeben, Verzeihung, Daumen hoch. Du rockst sie alle, das ist unser Leben spitzenmäßig. Gruß Matze und Antonia mit Familie. Ja, schöne Grüße auch an dich, Matze, und an deine Familie und auch an die Antonia. Liebe, liebe Grüße. Ihr seid ja demnächst im Urlaub und da wünsche ich euch natürlich auch sehr viel Spaß. Und das freut mich natürlich auch megamäßig, wenn es euch gefällt. Detlef Mahler, hallo Rollo, danke für das tolle Video. Wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Ja, danke, Detlef. Schön, dass es dir gefallen hat. Hier so viele Kommentare, die ich gar nicht gelesen habe hier gerade, ne? JP! Ahoi Rollo, definitiv eine gute Idee. Ich mag Timelapse-Aufnahmen überhaupt nicht. Von daher sehr willkommen. Vielen Dank für dieses schöne Video. Beste Grüße von Jens. Jo Jens, schöne Grüße an dich zurück. Wie gesagt, dieses neue Format ist jetzt raus. Das kommt nächste Woche. Ich bin gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet. Ich habe jetzt erstmal nur 18 oder 19 Minuten aufgenommen. Wenn ihr es länger haben wollt, müsst ihr das natürlich kommentieren. Ich habe es jetzt erstmal nur so zur Probe auf 18 Minuten gemacht. Und dann bin ich jetzt auf eure Reaktion auf dieses Video, bin ich echt sehr gespannt. User EF4DD7EV3V. Top, LG Peter. Jo, Dankeschön, Peter. Thorsten Müller, Realtime mit Snack is very good. So machen wir das, so machen wir das. Jörn Gref, moin, wo hast du denn dein Scheibengitter gelassen? Oder habe ich das verpasst? Gute Fahrt. Ja, ich denke, mittlerweile solltest du das mitgekriegt haben. Also mein Steinschlaggitter fährt jetzt beim lieben André in Siegen rum. Ist jetzt auch weiß lackiert. Also wenn ein LKW in weißer Volvo mit Konrad-Werbung oben auf dem Dach entgegenkommt mit einem weißen Steinschlaggitter, das ist der André und der hat das von mir abgekauft. Und das sieht sehr gut an seinem Volvo aus, wie ich finde. Ja, Leute, das war's von euren Kommentaren von den letzten 12 Tagen, ihr Lieben. War es das? Ich habe hier mein Feierabendbier. Guck mal, ich habe gestern schön in Antwerpen gestanden im Hafen. Da ist die AIDA noch an mir vorbeigefahren. Oh, das war wunderschön. Very, very good. Und wie gesagt, Leute, wenn ich mal irgendwie, das letzte Video ist übrigens auch sehr lang geworden, was ihr gestern gesehen habt, das On-Tour-Video, das tut mir wirklich leid. Aber
Dem einen gefällt's, dem anderen ist es zu lang. Ich kann es nicht jedem recht machen, ihr Hübschen. Jetzt habe ich den Faden verloren, verdammte Axt. Genau. Meine Laune, wie gesagt, ist momentan sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin zwar trotzdem mit einem vollen Kopf unterwegs und habe die einen oder anderen Gedanken, wie ich zum Anfang schon gesagt habe, da muss ich noch einen Weg finden, wie ich was mache, um vernünftig mit allem zurechtzukommen. Aber das hat erstmal noch nichts mit euch zu tun, oder noch nicht, was heißt noch nicht, es hat gar nichts mit euch zu tun, aber es gibt gewisse Momente auch in den Videos, wo man merkt, für die Aufmerksamen unter euch, dass ich einfach dann schwupps, Fingerschnips später ganz anders drauf bin als die Sequenz davor, die am selben Tag aber zum Beispiel ist. Aber das werde ich euch später nochmal erklären und wenn das Ganze geschafft ist, wenn das Ganze rum ist, keine Ahnung, wie lange das dauert. Wir versuchen das jetzt so schnell wie möglich umzusetzen. Ich werde in der nächsten Zeit sehr wenig zu Hause sein, das ist Fakt. Und dann schauen wir mal, was die Zeit so mit sich bringt, ihr Hübschen, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? So, Eigenwerbung, keine Ahnung. Ich könnte jetzt Eigenwerbung machen, aber ich kann momentan keine weiteren Bestellungen annehmen. Ich bin voll zeitmäßig ausgeplant, was das angeht. Wie gesagt, ich muss jetzt noch 2, 3, 4 T-Shirts machen. Eine Mütze muss ich noch machen für den Michael. Ich habe noch keine Ahnung, wann ich die mache. Ich muss für den Ingo noch was machen. Da habe ich auch noch keine Ahnung, wann ich das machen kann. Ich muss für den Pepe muss ich auch noch was machen. Aufkleber für seinen neuen Scania, der jetzt die Woche kommt. Oder gekommen ist, jetzt Freitag, also vorgestern, wenn ihr das Video seht, ist ein neuer Scania gekommen. Dann fährt er nicht mehr den schwarzen wie aus dem Video, sondern fährt auch so einen schönen gelben. Und ich habe da echt noch so ein bisschen was zu tun. Deswegen, ich habe momentan einfach keine Zeit. Es wird aber wieder aufwärts gehen, was das Ganze angeht. Ich kann euch leider nur noch nicht sagen, wann. Fakt ist aber, meine Laune ist trotz alledem wesentlich besser als sonst. Und das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Ihr Lieben. Genau. So, in diesem Sinne, das war's von der Silvio-Schnack-Folge. Wenn ihr ein Thema habt, einen Zeitungsausschnitt habt, irgendwas, worauf man reagieren kann, was nicht von TikTok ist, Leute, schickt mir das auf Instagram oder in Facebook, dass wir darauf reagieren können, gemeinsam. Schreibt in die Kommentare, ob, wenn ihr Themen habt, wo man drüber labern könnte. Egal, was es ist. Ihr könnt es ja erstmal reinschreiben. Ich muss dann halt gucken, ob das passt vom Thema her oder nicht. Zwecks YouTube-Richtlinien und so weiter. Und dann sollten wir das hinkriegen. Also ihr könnt gerne schreiben, Facebook, Instagram oder in die Kommentare, über was wir mal schnackulieren sollten, könnten, würden, hätten, sollen. Es muss auch nicht zwangsläufig, das kann ich auch nur nochmal sagen, es muss nicht zwangsläufig irgendwas mit dem LKW-Fahren zu tun haben. Es kann auch alles andere, zum Beispiel die ganze Gewalt und diese ganze Armut zum Beispiel, die wir haben und so weiter. Es ist egal, über was, zum Schnacken gibt es immer was. Ohne Scheiß, Leute, ich mache echt bald einen Fernparker. Ich mache echt bald ein Fernfahrer-Poesie-Album. Und das verkaufe ich dann bei eBay. Das ist eine Geschäftsidee, glaube ich. Handgeschrieben bei Rollo Gold. Herrlich, Leute. Genau, so können wir das halten. Ansonsten gucke ich mal nach Zeitungsartikeln. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo abonnieren kann. Ich habe mich damit, wie gesagt, noch nicht befasst. Zeitungsartikel, irgendwie Newspaper abonnieren übers Telefon. Ich habe keine Ahnung. Und dann werde ich das mal ins Auge fassen für die nächste Folge. Hübschen. So, das war es auch schon, wie gerade eben schon gesagt, von dieser Silvio-Schnack-Folge, Hübschen. Das werde ich jetzt schneiden und auch heute noch hochladen. Und dann ist es alles fertig. Und dann habe ich wirklich alles fertig. Alles. Alles fertig. Mann, das läuft wie geschmiert, Junge, schon wieder. Hammermäßig. Die Hübschen. So, wenn es euch gefallen hat, ihr Hübschen, diese Folge, dann liked den Scheiß, teilt den Scheiß, abonniert den Scheiß und kommentiert den Scheiß, ihr Hübschen. Macht, wie ihr denkt, wie immer. Ihr wisst Bescheid, nicht? Und bis zur nächsten Folge. Hoffe ich, dass ihr alle mal gesund und munter bleibt. Lasst euch nicht verarschen da draußen, ihr Hübschen.
Und wir hören und sehen uns in der nächsten Schlagfolge wieder. Bis dahin, macht's hübsch. Reingehauen.